Hindernisrennen auf einem Sportfest deutscher Soldaten hinter der Front. Die Strecke lässt an Hindernissen nichts zu wünschen übrig. Dann schwimmen wir schon lieber. Das letzte Hindernis ist genommen. Das lohnt die Anstrengung. Landschaften des Krieges. Karpatenpass in der Morgendämmerung. Die Morgennebel liegen noch im Tal, als die Truppe sich zum Aufbruch fertig macht. Es ist ein Hundewetter. Waldbrand an der Westfront nach einem Fliegerangriff. Antlitz einer zerstörten Stadt. Volle Deckung, Tiefangriff. Italienische Kriegslandschaft. Vierlingsflak in der Abwehr eines Tiefliegerangriffs. Mehr geleitet. Unter dem kalten blauen Himmel treiben die weißen Schollen. Leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge schützen den deutschen Verband. Alarm! Artilleriekampf mit sowjetischen Küstengeschützen.
Der deutsche Geleitzug nebelt sich ein. Deutsche Schlachtflieger im Osten. Abkippen zum Sturz auf die Feindziele. Die letzten deutschen Truppen verlassen Finnland. Norwegen ist erreicht. Begegnung mit Lappen. Deutsche Flakstellung in einem Norwegenfjord. Seeaufklärer vor dem Start. Deutsche Flak bei der Abwehr eines sowjetischen Luftangriffes. Der Schlacht bei Solferino im Jahre 1859 gründete Henri Dunant jene Organisation, aus der sich später das Internationale Rote Kreuz entwickeln sollte. Die erste Sorge gilt den Verwundeten. Ständig ist das Deutsche Rote Kreuz bemüht, das Schicksal der in Gefangenschaft geratenen Soldaten zu erleichtern.
Verwundete werden an Bord des Lazarettschiffes Tübingen gebracht, das inzwischen durch die britische Luftwaffe im Mittelmeer versenkt wurde. Im Eisenbahntransport geht es in die Heimatlazarette. Ein Verwundetenheim am Gardasee. Deutscher Luftwaffennachwuchs bei der Segelfliegerschulung. Am Schleppseil schwebt das Flugzeug in sein Element. Wie Möwen schwingen sie sich durch den Raum.